Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Ich freue mich auf jeden Fall, weil im letzten Part wurden wir erschlagen mit Story. Holy shit. 40 Minuten lang nur Cutscenes, besser gesagt diese Textbox-Cutscenes und normale Cutscenes. Oh, da wurden wir aber mal richtig erschlagen. Ja, Cloud ist weg, wir sind gefangen. Ich will jetzt nicht speichern, Barrett. Und wir müssen weiter. Und aber bevor ich jetzt weitermache, will ich noch kurz was sagen. Und das könnte euch vielleicht interessieren. Denn, vielleicht wissen es die großen Final Fantasy Freaks, wie ich zum Beispiel unter euch, dass vor kurzem ein Kartenspiel von Final Fantasy erschienen ist. Und ich, als großer Final Fantasy Fan natürlich, habe mir sofort alle drei ersten Starter Packs gekauft. Davon sind schon zwei Stück angekommen. Ich glaube Final Fantasy 10 und Final Fantasy 13. Und das Starter Pack von Final Fantasy 7 kommt dann höchstwahrscheinlich am Montag an. Und ja, auf jeden Fall an alle großen Final Fantasy Fans. Diese Karten sind wirklich richtig geil. Also wenn ihr auf Kartenspiele steht und auf Final Fantasy, dann müsst ihr die unbedingt haben. Die sind auch richtig geil gemacht und so. Auf jeden Fall ist es auch so gewesen, dass ich mir mal versucht habe, die Anleitung durchzulesen. Also wie man mit den Karten spielt. Allerdings habe ich davon nicht viel verstanden. Also das Hauptschema habe ich schon verstanden, aber es sind viel zu viele Sachen, die ich nicht verstanden habe. Und falls ihr die Karten zum Beispiel habt oder euch auch vielleicht mal die Karten holen wollt und versteht das Spiel besser wie ich, könnt ihr mir das ja vielleicht mal erklären. Wäre auf jeden Fall mal eine coole Sache. Denn ich habe schon am Überlegen, vielleicht mal YouTube-Videos anzugucken, wo das einer erklärt, weil da in der Anleitung habe ich nicht alles so verstanden, wie ich es verstehen sollte. Und ja. Ich hoffe, dass auch bald die ersten Booster-Packs in den Läden erscheinen. Dann, oh mein Gott, ich werde die ganze Zeit nur Booster-Packs kaufen. Ja. Ich sehe das schon kommen. Aber ich freue mich drauf, denn die Karten sind wirklich richtig geil und auf jeden Fall empfehlenswert. So, jetzt, keine Sorge, jetzt gehen wir weiter. Wo bin ich? Ach da! Hi. Ich gehe, glaube ich, falsch, ne? Ich glaube, ich muss hier lang. Jo! Der bäbelt sich zu behindert aus unter seine Arme. Ich habe den komischen Typen überholt. Kriege ich jetzt Geld? Ja, toll. Hallo. Ach, geh doch mal schneller, Junge! Mein Gott. Sind alle da? Die sind die Verantwortlichen für diesen Wahnsinn in der Welt? Naja. Wer zum Teufel sind diese Leute? Ich weiß nicht. Euer jämmerlicher Tod wird landesweit im Fernsehen ausgetragen. What? Alles klar. Scarlett, warum eine öffentliche Hinrichtung hier und heute? Die Meteorberichte haben ein solches Chaos ausgelöst, dass wir unbedingt die öffentliche Meinung hinter uns bringen müssen. Wir müssen jemanden bestrafen, egal wen. Geschmacklos. Zugegeben, sie ist nie, aber alle lieben diesen Zug. Achso, zugeben wir. Wir fangen mit diesem Mädchen an. Wenn ihr es tun müsst, fangt mit mir an! Kamera hierher. Das muss aufs Band. Das Publikum liebt tränenreiche Abschiede. Sind das Assis? Ist das ein elektrischer Stuhl oder was? Was machst du? Das hier ist meine Spezialgaskammer. Nimm dir Zeit und genieße deinen langsamen Tod. Gaskammer? Du Scheiße. Jetzt hau der aufs Maul! Tiefer! Blöde Krabbe! Und bam! Ey, die haben den Schlüssel fallen lassen! Die haben den Schlüssel fallen lassen! Hab ich genau gesehen. Also, Freunde, die Show kann beginnen! Achtung, Achtung! Weapon, kommt näher! An das gesamte militärische Personal! Stellungen einnehmen! Oh nein, das ist Weapon! Lauft! Da! Hey, hey, ihr da! Verdammt, warum ausgerechnet jetzt? Wer ist das? Wie fühlt sich jetzt an, Scarlett? Hä? Du meinst, du bist nicht abgehauen? Ich bin beeindruckt, wie ich mich fühle im Moment.
Aha. Wie? Schlafgas? Wer ist das? Ja, aber es war mir so klar, dass der das ist. Der hatte schon den Körperbau davon. Komischer Kauz. Ja, was ich auch noch vergessen habe zu sagen. Oh, der Barrett. Ich habe gedacht, er hätte seine Arme nicht mehr. Egal. Im letzten Final Fantasy Part. Also im letzten Final Fantasy 7 Part. Habe ich ja gesagt, dass ich nochmal ultra Bock auf den Film hätte. Und ich den vielleicht mal noch an dem Abend gucken werde. Und das habe ich auch getan, Leute. Ich habe tatsächlich dann noch an dem Abend, habe ich dann noch den Final Fantasy 7 Film geguckt. Weil ich hatte da ultra Bock drauf. Ist der Barrett wieder wach? Ich glaub, oh nein, eine Grenade! Eine Grenade! Alter. Wow, der Wahnsinn, Leute. Was? Ach, Barrett, du bist doch. Mann. Ja gut, die zielen nicht viel ab, das ist jetzt nicht allzu schlimm, auf jeden Fall. Aber... es ist halt blöd, dass ich einen Kate Smith im Team habe. Kate Smith. Genau so heißt er. Will Smith. Weil, der ist halt ziemlich unterlevelt. Aber egal. Ach, Barrett, kannst du heute auch mal bitte treffen? Es wäre echt nett von dir. Ja, komm, schläfer den wieder ein, ist mir auch egal. Jetzt treff! Ja, was? Oh ja, Gott. Okay, der Barrett hat alles wieder gut gemacht. Nice, Barrett. Was ich komisch fand, haben die den im Film eigentlich Barrett genannt? Ich habe irgendwie Barrett verstanden. Ich habe gerade Esmin. Ich habe irgendwas mit Satelliten gerade gelesen. Ich bin hier, um euch zu helfen. Warum du? Gehörst du nicht zu den Shinra? Warum? Ich bin gegen die Todesstrafe. Außerdem kann ich diese Hexe nicht ausstehen. Komm schon, wir müssen tiefer helfen. Ich überwache den Eingang. Halt doch die Fresse. Okay, ich will kurz mal gucken, was mit dem Satellitending auf sich gehabt hat. Ist das eine neue Limit? Oh, oh! Oh, 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 Ebene 3. Jawohl, Alter. Ebene 3? Kann ich den eigentlich auch mal Limit? Ah, der ist immer noch bei Ebene 1. Oh, du Lappen, ey. Idioten, ich habe bereits auf den Schalter gedrückt. Ist mir doch egal. Wo muss ich hin? Hilfe! Barrett ist zu fett. Ich überwache den Eingang. Ja, schön und gut, aber. Wo ist der Eingang zur Gaskammer? War der nicht irgendwo rechts? Er bin ich gerade komplett behindert? Ich glaube schon. Ah, Moment, ich kann doch Select drücken. Ah, hä? Mann, da will ich doch hin. Mach die Tür auf. Ja, komm mal mit. Es geht nicht auf. Es ist Weapon. Es gab so viele Angriffe in letzter Zeit. Kommen wir damit zurecht? Ich glaube schon. Wie lautet der Befehl? Brauchst nicht zu fragen. Wir geben einen Schuss mit unserer Kanone ab. Kanone laden! Kanone aktivieren! Ziel Weapon!
Vorbereitungen abgeschlossen. Die Kanone? Feuer! Hä? Haben wir getroffen? Scheint so. Ich glaube nicht. Weapon kommt näher. Geschwindigkeit 50 Knoten, das kommt genau auf uns zu. Das ist unmöglich, wir haben es voll erwischt. Was ist mit der Kanone? Das Laden braucht seine Zeit. Dann verwende es so lange normale Feuerkraft. Jawohl, Sir. Alle Artilleriegeschosse laden. Ziel, Weapon. Lasst es nicht landen. Geschwindigkeit 70 Knoten. Weapon kommt näher. Nützt nichts. Es greift an. Gas. Barrett, Hilfe! Halt den Atem an! Halt den Atem an, solange du kannst! Komm schon, ich kann bald nicht mehr. Schummelnde! Barrett kommt. Mach die Tür. Okay, welchen Schalter? Wo, welchen Schalter? Wo muss ich hin? Irgendwie was. Ich kann nichts drücken! Die Gaskammer wird vermutlich von einem anderen Raum raus verriegelt. Oh, meine Fresse, ey. Wir müssen uns was anderes ausdenken. Lass uns erstmal aus diesem Raum verschwinden. Eva, ich helfe dir, das verspreche ich dir. Oh, mein Hals tut verdammt weh, wenn ich mit Barrett sprechen muss. Alter! Okay. Nein! Hier ist auch verschlossen. Idioten. Jetzt könnt ihr das Mädchen nicht retten. Verflucht! Okay, jetzt kommt Plan B an die Reihe. Lass uns zum Flughafen rennen. Warum zum Flughafen? Und Tifa hier lassen? Verlass dich auf mich. Wir müssen riskieren. Okay. Ich will erstmal ein bisschen umgucken. Wo gehst du hin? Zum Flughafen geht's in die andere Richtung. Mein Gott. Ich will mich doch umgucken. Ah, hier gibt's Gegner, ja. Ja, gut. Bench. Ach ja, dadurch, dass ich letztens den Film gesehen habe, weiß ich auch wieder, wie der Typ da heißt aus Final Fantasy Crisis.
Core heißt das, ne? Glaube ich. Ich habe es nie gespielt, ich weiß nicht, wie es genau. Aber Crisis Core, glaube ich. Der heißt Zack. Ich bin zu blöd, ey, gewesen. Ja, den gibt's ja auch in Kingdom Hearts Birth by Sleep. Hm. Oh, Würfel! Was macht der Würfel? Eine 3, eine 1 und eine 2. Jetzt sind 5. Hm? Eine 3, eine 2 und eine 1 sind 5. Hab ich jetzt den Gegner geheilt? Sag bloß, ich habe jetzt den Gegner geheilt. Oh mein Gott, ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. Warum tue ich das denn? Mein Gott. Was habe ich denn für Drogen genommen heute? Ey, erst 3 und 2 ergibt 5. 3, 2 und 1 ergibt 5. Ist das geil? Ihr müsst wissen, wir haben vor kurzem, was heißt vor kurzem, schon ein bisschen länger her, haben wir einen Mathe-Test geschrieben. Über Integrale. Ja, über Integrale. Und, ja, ihr kennt bestimmt, also die Leute, die ein bisschen höher in der Schule sind, kennen bestimmt die PQ-Formel. Da muss man ja am Ende immer zwei Zahlen, einmal Plus und einmal Minus nehmen. Und, pass auf, bei mir stand 2 Plus und Minus 2. Mhm. So, 2 minus 2 ergibt 0. Habe ich hingeschrieben. Und dann kam 2 plus 2. Klar, sind 4. Was schreibe ich dahin? 2. Ich meine, ich hatte trotzdem eine gute Note in dem Mathe-Test. Ja, muss ich ganz. Da bin ich sogar ein bisschen stolz drauf, dass ich da so eine gute Note drin hatte. Aber, 2 plus 2 ergibt 2. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich an dem Tag für Drogen genommen habe. Mathe ist nicht so meine Stärke, Leute. Wo gehst du hin zum Flughafen? Geht's in die andere Richtung? Alter, wo denn? Sag mir's doch. Ja, anscheinend hier. Bist du jetzt glücklich? Ja, jetzt bist du glücklich. Gut. Ah, ich bin da hinten. Oh, ich dachte, das wäre eine Cutscene. Das tut mir jetzt leid. Ey, du. Kann ich mit dir reden? Hallo. Nur da will ich reden. Verdammt, Mann! Weiter. Wir müssen uns jetzt beeilen, Barrett. Nein! Okay, wen haben wir denn? War schon wieder so ein. Okay. Bin. Nee. So, ja, Fall wäre sie 13, scheiße. Oh, nice, Barrett. Muss man die ja mal zugutehalten. Hallo, warum doppelt? Ja? Oh nein, jetzt habe ich angegriffen. Nein! Wollte ich nicht. Oh, bitte greif jetzt den Kätzchen an. Bitte. Bitte! Nein! Okay. Muss Kate Sifton kurz mal wiederbeleben. Auf jeden Fall habe ich das jetzt auch mit dem Substanzen und alle verstanden. Und zwar bleibt Substanz und alle. Allerdings kann man das, glaube ich, nur 2 oder 3 Mal im Kampf einsetzen. So, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah, nice. Man, da gibt ja aber so wenig Erfahrungspunkte. So, was haben wir denn jetzt da? Achso, das war die Plattform da auch.
Ich dachte, da passiert jetzt irgendwas Cooles. Muss ich da hin? Ich weiß es nicht. Boah, muss da jetzt immer so ein Typ kommen? Ja, ist ja gut jetzt. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch erzählen könnte. Wisst ihr, worauf ich jetzt irgendwie nochmal voll Bock hätte? Auf das Final Fantasy Orchester. Das war so geil. Das war wirklich richtig geil. Oder worauf ich noch mehr Bock hätte, ist ein Kingdom Hearts Orchester. Alter. Ich würde mir gefühlt in dem Saal einen runterholen, wenn ich das Kingdom Hearts Orchester mal live sehen könnte. Weil Kingdom Hearts immer noch mein absolutes Lieblingsspiel. Kingdom Hearts 2. Es wird nie ein Spiel geben, was da dran rankommen wird. Wird's nie. Oh, Alter. 12. Alter! Ich muss ja sagen, dass die Limit-Attacke von K-Ziff gar nicht mal so ungeil ist. Das ist wirklich geil. Wenn du Glück hast, kannst du 1800 Schaden machen. Ich muss da natürlich nicht hin. Ich muss wahrscheinlich zu dem Schiff, oder? Ich muss da bestimmt zu dem Schiff. Ist natürlich jetzt blöd. Zwei? Oh Gott. Oh Gott. Ich hab das Gefühl, jetzt kriegen wir ein bisschen aufs Maul. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kriegen wir ein bisschen aufs Maul. Ja, ist ja gut. Nice, K-Tiff. Ich muss mal gucken, ob ich für K-Tiff irgendwie bessere Sachen habe. Bessere Waffen oder sowas. Yo, alles klar. Alles klar, Gegner, alles klar. Okay. Nice. Ja, würfel nochmal. 6, 6, 6. Ja! Ey, ich sollte Wahrsager werden. Ich so oh, aber das war jetzt gerade richtig geil, ey. Oh mein Gott. Ich bin der größte Wahrsager aller Zeiten. Oh nein, ich hoffe, okay, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, nein. Nein. Oh, gut, dass er jetzt tot ist, ey. Oh, Leute. Nix Trank, alles klar. Oh mein Gott, war das gerade geil, ey. Okay. Wie viele Phoenix wird haben wir denn? 22, ne? Das geht noch. So. Ah, danke zum Schiff. Hey, bist du dir sicher, dass das hier der richtige Weg ist? Das ist eine Sackgasse. Ah, oh. Bin ich falsch abgebogen? Du verdammter Narr! Was zum Teufel machen wir jetzt? Wann werden sie uns haben? Hey, Partner. Du legst mir besser den Rücken bis zum Schluss. Hat er das gerade zu seiner Hand gesagt? Ach so. Okay.
Okay. Ja. Mann! Jawohl. Ja. Nice. Oh, danke, Tifa. Mit welchem Schalter wird das Gas abgeschaltet? Keine Ahnung. Wo sind denn hier überhaupt Schalter? Ach, da, okay. Hab ich gesehen. Drück einfach irgendwas, Tifa. Sehr gut. Kann ich jetzt zufällig raus? Öffne es. Nee. Die haben das Vieh einfach umgebracht. Was würdest du tun? Hey, mach das auf. Jetzt schließt ihr mich in diesem komischen Loch ein und dann erzählt ihr mir, ich soll rauskommen. Entscheidet euch. Ach du Scheiße. Alles klar. Hat die Tifa noch vom Berg steigen. Oh oh. Oh oh. Oh, oh, beeil dich, Tifa. Was zur Hölle? Ich glaube, der Typ ist gerade runtergefallen, kann das sein? Oh, ich auch. Game over. Hauptsache, die hat's überlebt. Okay, und jetzt? Ist das der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach mal. Ja, scheint zu sein. Ja, willst du auf die Kanone oder was? Ach du Scheiße. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich jetzt nicht. Unser kleines Versteckspiel endet hier. Ja, super. Die Hinrichtung mag vielleicht daneben gegangen sein, aber dein Tod wird ein Sturz aus dieser Höhe ins Wasser. Könnte trotzdem aufregend werden. Schmeiß sie jetzt da runter, schmeiß sie da runter! Mein Fresse! Hochnäsig bis zum Schluss. Hör auf, mich zu schlagen, du alter Trampel. Bäm! 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 Nein!
Alter. Nein, tiefer. Schafft sie fort. Jetzt ist es an der Zeit, offene Rechnung zu begleichen. Ich lasse dich fallen, wenn du nicht ruhig bleibst. Lauf. Lauf zum Ende der Kanone. Oh. Aber ich jetzt mit einem Flugschiff fliegen, das wäre richtig geil. Bist du okay? Meine Wangen schmerzen etwas. Ja, ach nee. Vergiss es, was soll das alles? Tja, ich kümmere mich später um die Einzelheiten. Jedenfalls gehört das Luftschiff Highwind. Auf jeden Fall gehört das Luftschiff Highwind jetzt euch. Oh, das ist das Luftschiff von Sid. Heißt er nicht auch Sid Highwind? Oh, geil! Hallo? Schön daneben gelaufen, Tiefer. Alles gut. Hauptsache, hier sind noch irgendwelche Arbeiter drinne. Die interessiert das überhaupt nicht. Cockpit. Da will ich noch hin. Verdammt, warum hast du mir nicht gesagt, dass du ein Luftschiff steuern kannst? Ich dachte, Tiefer sei für immer verschwunden. Tut mir leid, aber ich musste den Feind irgendwie täuschen. Komm schon, alle warten. Wie alle warten? Alle? Alle sind hier? Ja, ich meine, Kate Sith kann das bestimmt nicht fliegen. Das ist doch eh der Sith. Ja, sag ich doch. Willkommen in meinem Luftschiff, die Highwind. Ich weiß nicht mehr, wie ich den gesprochen habe. Scheiße, Alter. Ich weiß, der hat so ein bisschen aggressive Stimme von mir gehabt. Was ist los? Das sollst du nicht mehr Interesse zeigen. Ich rede den so, okay. Sit! Ja. Nicht genug Besatzung. Aha. Wieso machst du denn so ein trauriges Gesicht? Keine Ahnung, vielleicht bin ich traurig. Willst du andeuten, dass wir ohne Cloud nicht stark genug sind? Meinst du, wir können den Planet nicht alleine retten? Ja, weiß ich nicht. Der Meteor kommt und Weapon tobt um. Und in einer solchen Situation weiß ich nicht, was ich tun soll. Überhaupt keine Ahnung. Damit rast du wieder aus. Halt dich zusammen, Tiefer. Komm, lass uns darüber nachdenken. Von diesem Zug kommen wir nie runter. Wenn Cloud doch nur hier wäre, dann wäre alles in Ordnung. Cloud würde auf seine freche Art dastehen und uns sagen, was wir tun sollen. Er würde sagen, alles unter Kontrolle, Tiefer. Tiefer, wann bist du zu so einem Feigling geworden? Tut mir leid, Barrett. Ich bin auch irgendwie geschockt, ich bin so deprimiert. Und Tiefer, wir dachten alle, dass es Cloud war, weil... Ich weiß. Deshalb will ich sicher gehen, deshalb muss ich ihn nochmal sehen. Ich will, dass du weißt, dass ich keine Abneigung gegen ihn hatte. Aber ich muss sagen, er war ein komischer Kauz. Gerade wenn du dachtest, er sei cool, dann tat er sowas total Idiotisches. Und wenn du dachtest, er sei gerissen, zeigt er, wie wenig gesunden Menschenverstand er hatte. Alles an ihm, an seinen Bewegungen bis zu seiner Sprache war irgendwie seltsam. Jetzt im Nachhinein kann ich verstehen, warum er so war. Tja, wenn du am Leben bleibst, dann siehst du ihn vielleicht eines Tages wieder. Also Kopf hoch, Schwesterchen.
I'm not your sis, bro. Ich werde ihn irgendwann sehen. Wenn wir herausfinden, wo er ist, bringen wir uns hier mit dem Handumdrehen dorthin. Vielleicht. Klon steckt immer noch tief in den Nordkrater, wo der Boden aufbrach und ihn verschluckte. Tief unter der Erde begraben. Tief in der Erde? Sprichst du vom Lebensstrom? Der Lebensstrom wird manchmal an die Oberfläche ausgeschüttet und zwar durch Risse am Meeresboden. Ich habe gehört, dass es einen solchen Ort gibt. Vielleicht ist Cloud. Das will ich jetzt, da will ich mehr drüber wissen. Kopf hoch, Tifa. Was? Muss Cloud denn immer dabei sein? Am Anfang lief es doch auch gut ohne ihn. Hä? Was ist mit dem harten Mädchen, das ich kannte? Wohin ist sie verschwunden? Alter, halt die Fresse. Wenn wir raus sind, wo er ist, bringt uns die halbe in den Namen drin und hin. Ja, der Red hat auch gerade gesagt, mit dem Lebensstrom. Mann. Was ist denn mit Kate Sif? Wo springt der eigentlich rum? Tifa, ich gebe dir einige Infos. Shinra, frag nicht, falls du etwas nicht verstehst. Wir brauchen nur zu steuern, sie brauchen nicht mit uns zu reden. Hey du, was zum Teufel machst du da? Mein Gott, ich will jetzt zu Cloud. Pilot im Training Level 3. Ah, Captain, sit! Tifa, entschuldige, aber ich muss diesen Trottel zeigen, wie man ein Luftschiff landet. Mach dir keine Sorgen, dauert nur eine Minute. Oh, und Tifa, egal welches Ziel du verfolgst, du musst vorbereitet sein. Geh auf dein Zimmer und bereite uns auf die Operation vor. Ja, mein Zimmer? Okay. So ein Speicherpunkt wäre ganz sexy. Hier ist Cockpit. Operation. Da? Hier? Hallo? Danke, Tifa. Gute Arbeit. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Oh. Ja, natürlich ein Barrett. 35, ja, und ein Ready. Hoch. So. Dann Befehl. Oh, speichern! Ja! Meine liebe Freunde, ich kann speichern. Mein Gott, ey. Ja. Es ist mal wieder sehr viel Story passiert. Richtig viel und richtig gut auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir beenden den Part hier. Wie gesagt, falls euch das Kartenspiel interessiert, könnt ihr euch es gerne auch mal selbst holen. Ist auf jeden Fall richtig geil. Die Karten sind auch richtig geil gemacht. Richtig. Es sind aus einem richtig geilen Material irgendwie. Und, mal schauen, wie es weitergeht. Wir haben jetzt endlich mal die Highwind, Leute. Wir haben jetzt ein Luftschiff. Wir können überall hin, wo wir wollen. Da ist da richtig geil. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, schaltet im nächsten Part wieder ein. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.